In den Bergen von Steinach, tief im Thüringer Schiefergebirge, wurden bis Mitte des letzten Jahrhunderts Schiefergriffel für Schultafeln abgebaut. Heute empfängt Petra Ritter an dieser Stelle Besucher in ihrer Bergmannsklause. Ein Highlight für Gäste des Restaurants ist der parkähnliche Garten, der vor 26 Jahren um das ehemalige Zechenhaus der Bergarbeiter angelegt wurde. Ein hartes Stück Arbeit für die gelernte Erzieherin, die für den Traum von der eigenen Gastronomie damals aus Erfurt herzog. Im Gepäck vor allem jede Menge Fantasie. Das kann sich, glaube ich, gar keiner mehr vorstellen, wie es hier aussah. Hier war eine Schieferhalde. Das Haus steht noch auf Fels. Und wo wir jetzt uns hier befinden, das ist schon Abraum. Wir haben uns überlegt, was zieht Gäste an oder was würde den Gästen gefallen. Und da sind wir eben auf den Garten gekommen. Gemeinsam mit ihrem Mann wälzte die damals noch unerfahrene Hobbygärtnerin Botanikbücher und wählte anhand der Beschreibungen Pflanzen aus. Vor 25 Jahren gab es das Internet noch nicht. So, das war alles manuell uns aufgeschrieben haben. Hier ist zum Beispiel der genaue Gartenplan, wo jede Pflanze beschrieben ist. Mehr als 280 verschiedene Arten Stauden, Sträucher und Zierbüsche haben mittlerweile ihren festen Platz in Petra Ritters Garten. Dafür wurde das Gelände aufwendig begradigt und mit 30 Tonnen Pferdemist gedüngt. Entstanden ist ein Park, der in mehrere Bereiche unterteilt ist. Neben Blumenbeeten zieht vor allem der üppig mit Lilien, Knöterich und Herbstanemonen bepflanzte Forellenteich die Besucher an. Ihre Gäste sollen genießen, intensiv erleben und wenn sie möchten, gern auch botanische Anregungen mit nach Hause nehmen. Ja, das sind Schieferschilder. Die haben wir machen lassen, weil mich immer Gäste gefragt haben, was ist denn da hinten für ein Baum? Und so kann jeder sich das Schild entweder abfotografieren oder abschreiben und kann sich so eine Pflanze kaufen. Die Pflege und Erhaltung des fast 1 Hektar großen Gartens ist für die Gastronomin eine Herzensangelegenheit, für die sie zur Frühaufsteherin geworden ist. Ich beginne jeden Tag 7 Uhr im Garten und gucke, wo verwelkte Blüten sind, die rausgeschnitten werden müssen. Da kann ich entspannen und freue mich an den schönen Blumen. Und so habe ich meinen Ausgleich und kann den Tag langsam angehen. Dank Petra Ritters grünem Daumen bietet die Bergmannsklause ihren Gästen in den warmen Monaten zusätzlich eine botanische Erlebnisgastronomie. Wenn sich die Gäste freuen und sagen, oh, ist es hier aber schön, das ist Belohnung genug. Das freut uns dann immer sehr. Ein farbenfrohes Paradies für Pflanzen, Insekten und Menschen mitten im Thüringer Wald.